Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Heute haben wir eine Mission und zwar dicke Winterbarsche vom Ufer auf Finesse Rigs. Also wir haben Carolina dabei, wir haben Skirted Jigs dabei, Free Rigs dabei. Wir angeln auch ein bisschen mit Twitch Baits. Das ist unser Ziel heute. How big? Should we make a target for us in Zentimeter? 51. 51. Der Holländer übertreibt wieder. Das sagt man im Deutschen. I think we can. Yeah, we can do it. Also, los geht's. Abmarsch. Go away. If not, I throw you in the water. So, das war mein erster Wurf. Kameramann ist nicht da, hat ihn nicht aufgenommen, warum auch immer. Ja, doch, von hinten hat er dann aufgenommen. Sehr gut. So, der erste Wurf. Ich fange mit einem Carolina Rig an und einer Kita in. Oh, what was that? Oh, you saw that? Yeah. What the fuck? It jumped over my line. Er ist ein Hecht hier über, wie beim im Zirkus, ein Hecht über Barts Schnur gesprungen. Lustig. Oh yeah, it's quite clear. Das Wasser ist sehr klar. Ist schon cool. Ja, da vorne wurde es mir ein bisschen zu eng. Ich bin jetzt mal 10 Meter weiter gelaufen. Hier sieht es auch richtig gut aus. Mal schauen, ob wir hier den ersten Biss bekommen. Ich gehe ein bisschen ins Wasser. Da kann ich die Rute ein bisschen tiefer fischen wegen dem Wind. Ja, der Wurf war schon mal nichts. Alles weg. Nein. Hä? Hallo. Weiß ich nicht. Hä? Oh Mann, Jungs, ey, das muss doch nicht sein. Für 51 cm, die Holländer haben Dachschaden. Ich bin mir sicher, dass wir heute auch einen Fisch fangen. Ob es jetzt wirklich die 51er wird, wie Bart gesagt hat, weiß ich nicht. Hab gerade mit einer Creature gefischt, also so mit so einem Creature Bait. Wechsle jetzt mal noch mal zu einem Curly Tail. This is also nice. So. Muss mal gucken. Perfekt. Wenn der Barsch dann hier beißt, hat er hier einen Gap, wo er es runterdrücken kann. Der Haken sitzt. Funktioniert sehr gut. Und der große Vorteil vom Ufer, man kann extrem viel Gewicht hier nehmen. Und trotzdem im flachen Wasser angeln, weil das Gewicht nicht entscheidend ist, wie schnell der Köder absinkt. Man hätte hier das Vorfach, der Köder sinkt fast schwerelos ab. Das heißt, viel Gewicht kann man richtig weit werfen und so auf große Distanz schöne Fische fangen. Ich bin mal ein paar Meter weiter gegangen. Ich stehe jetzt hier im Wasser, muss leider direkt gegen den Wind werfen. Aber der Spot sieht richtig gut aus. Ich hoffe, dass ich ihn trotz dem starken Wind sauber ausfischen kann. Fish on! Yes! Can you bring me the net? No, it's just a small pike. Yeah, a really small one. Yeah! Thanks, bro! So, da ist der erste Fisch des Tages. Leider nicht der Zielfisch. Hat sich erst angefühlt wie ein richtig guter Barsch. Aber naja. Entschneidert schon mal für den Tag. Auf die Craw. Boah. Nicht Craw, Entschuldigung, auf die Creature in 10.01. Der kleine Bursche darf gleich wieder zurück. Und weg ist er. Und weg ist er. Schade. Ja, aber ich egal, gedacht, ey, ist ein Fisch, ist doch schon mal gut. Ich habe erst gedacht, ein schöner Barsch, aber egal, entschneidert schon mal. So, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geangelt. Leider nur einen kleinen Hecht, deswegen wechseln wir jetzt den Spot und gucken mal, was da hinten geht. Let's go, guys! Diese Weide erinnert mich ein bisschen an unsere Kuhaktion in der Nacht mit Tobi Eckwall und Vecki während der Sender-Pro-Vorbereitung, wo die Kühe plötzlich angerannt kamen. Aber hier sind nur Ponys drauf. Alles safe.
das ist immer das Schwierige, wenn man in einem Gewässer ist, wo man noch nie war, noch nie einen Fisch gefangen hat, da Vertrauen zu fassen. Ja, man kennt die Struktur nicht, man kennt die Tiefen nicht. Der Spot fühlt sich richtig gut an. Wir haben hier unter Wasser Muscheln und ich spüre eigentlich bei jedem Zupfer die Muscheln unter Wasser. Und genau das sind auch die Spots, wo die Barsche gerne stehen. Gibt ein gutes Gefühl hier. Hast du auch draußen die Muscheln? Ja. Weil hier draußen ist nicht so viel mit Muscheln. Ich werfe auch nicht gerade raus, ich werfe immer so 45 Grad. Mann. So viel Stuff im Wasser hier. Ja, draußen geht's, aber hier vorne an der Kante ist halt alles voller Kraut. Da ist dann vorbei, das ist Schluss mit lustig. Fisch on! Nee, das ist nur Dreck. Yes! Wow, ich hab einen Griff. Fang Nummer 2 heute für mich wieder, nicht die Zielspezies. Schöner Krebs. Jetzt wissen wir auch, warum die unsere Craws und Creatures so mögen. Und jetzt, das ist auch der Grund, warum ich jetzt wieder wechsel auf Creature. Okay, Jungs, jetzt müssen wir den erstmal hier loskriegen. Come on, lass los. Be careful with my craw. Be careful with the craw, not with your fingers. Oh. It's a big one, right? Er will nicht loslassen. Just give up. Yeah. No. So, der Kleine darf zurück. Goodbye. Ja, ein gutes Zeichen. Ne? Krebse, wo die sind, da sind die Barsche nicht weit. Ich glaube, deswegen wechsle ich jetzt vom Curlytail auch nochmal auf den Krebs. Einfach, weiß nicht, weil es ein gutes Gefühl gibt. Ne, weil wir gerade einen Krebs gefangen haben. Bis jetzt geht echt nicht viel. Es fühlt sich an, als ob es ein zäher Tag wird. Aber ich hoffe ein bisschen auf die Abendstunden. Da werden die ja nochmal richtig aktiv. Gucken wir mal, ob wir tagsüber auch einen rauszimmern können. Now I need a nice cast. No! Bart, what did you catch? Nice. It's the Mad Max, bro. Don't lose it. I lost mine yesterday. Don't hook yourself, please. Lost it? I'm going to kick your ass. Use the net. Too short. You made so much noise on my spot. Yeah. You brought us to a spot where no fish is and then you make noise, then we even catch less. I fucked my cat completely. No. No. Thank you, Bart, for nothing. No. That's not all good. So, neuer Spot, neues Glück. Wir angeln jetzt 3 Stunden. Ein kleiner Hecht und ein schöner Krebs sind die Ausbeute. Naja. Bye, bye, American Pie. Fuck, we are really, we can't go in. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre auch ein bisschen größer. I'm gonna show you guys how to fish the Mad Max. The wind is a bit hard, but I will try to make a good cast. Make a cast, do like 6 or 7 turns on the reel to get it to the good depth, and then just make small twitches, have a pause, 1-2 seconds, make a twitch, and most of the times the bite comes in the pause. So, and when the water is getting colder, the pauses need to be longer. Füße sind kalt. Sehr kalt. Nicht nur die Füße. Ja, der Rest geht bei mir. Ja, das hier ist der beste Spot an dem See, bei den Bedingungen aber gerade.
der beschissenste, weil wir müssen eigentlich echt weit werfen, um an die Kante zu kommen. Und der Wind steht halt genau drauf hier auf uns. Ja, nicht so easy. Es gab auch noch keinen Biss, also noch gar keinen Biss bei mir und bei Bart auch nicht. Vicky hatte einen Hecht, aber es motiviert jetzt auch nicht und man denkt auch nicht, dass jetzt der beste Angeltag ist. Aber wir ziehen durch. Dieser eine Fisch muss kommen. Das ist das Schöne hier. Der eine Fisch kann halt ein Monster sein. Und genau das versuchen wir heute zu fangen. Ja, kleines Malheur passiert. Bart ist leider auf meine Rute getreten. Die ist jetzt kaputt. Egal, bei 10B wird dann eine neue Spitze gemacht. Aber damit ich die jetzt schön in den Rucksack reinkriege, wird es ein bisschen kleiner gemacht. Weil die Ringe kann man nochmal verwenden. Sag mal, CMW, ganz kurze Frage. Ihr habt auch Shop, Sachen im Online-Shop, oder? Klar, wir haben alles im Online-Shop. Die ganzen Nace-Sachen sind drin und auch so den ganzen Stuff, den wir hier so verwenden. Seien's die Bullets, die Wirbel, alles, was wir eigentlich hier so in unseren Videos verwenden, kriegt man auch bei uns im Shop, cmw-angeln.de. Würde mich mal freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Handhalt ist zu. Packen wir mal auch in die Videobeschreibung unten rein. Könnt ihr mal abchecken. So, jetzt geht's weiter. So, erster Wurf am neuen Spot. Bin gespannt, was da geht. Hallo. The doggo is so cute. Ja, das, wir müssen jetzt hier irgendwo 2-3 Barsche rauszupfen. Ja, können. Mach dir mal vorher den Eiszapfen weg, den an der Nase. Den habe ich leider immer. Ja, das wäre schon geil, wenn wir jetzt noch hier einfangen. Ich war eigentlich, ja, muss doch was gehen, ey. Hat schon Potenzial hier. Ja, schöner Boden. Übrigens, da drüben steht dein Bellyboot, ne? Ja, hast du mir auch vorhin gedacht. Da. Ja. 100% ist ein Bellyboot. Ja, Vicky und ich hatten gestern einen kleinen Disput. Vicky hat gesagt, da steht schon der erste Bellyboot-Fahrer. Ich habe gesagt, nein, das ist kein Bellyboot. Aber er war sich trotzdem ziemlich sicher, dass es eins ist. Da hinten haben wir ihn jetzt gesehen, den Bellyboot-Fahrer. Der angelt jetzt ja schon seit 2 Tagen da. Dem ist zwar kalt, aber egal, Tag und Nacht. Ja, ich habe mir zwar die Augen lasern lassen, aber ganz so scharfe Adleraugen wie du habe ich anscheinend immer noch nicht. You had a strike, right? I saw it on your tip. I saw it on your tip. That was fucking weird. I just saw the tip and saw boom. Yep. Yeah. Yeah, yeah, yeah. A good perch, my friend. Bring it in, mate. Yes! Hey, that's a 50? No. No. Nice. But very nice. And it took it really weird. Yeah. Really slow. Small fish, but small fish, are you kidding me? Huh? It's not a small fish. No. It's 45 plus. Let's measure it, please. Kannst du das Measureboard holen bitte, Becky? You have it? It's 44, right? Ein wunderschöner Fisch, 44 cm. It's not the 51 you wanted to have, no, but man. Hey, I'm so happy we caught one. Very nice. Let's set it back. Ja. Oh, sorry. Ja, super geil, endlich. Echt lange gebraucht hier heute, aber ein richtig schöner Fisch. Hey, the colors has been really beautiful. Yeah. It's richtig schön gold gefärbt. Super. Und der Biss war so krass, weil ich habe den Biss gesehen in der Spitze. Er ist, oh, Biss. Dann nochmal. Hat er nicht gekriegt. Dann hat er ganz langsam weitergeführt. Und dann kam der Biss nochmal. Und er hat ihn gefangen. Very good, Bart. Yeah, nice, man. So happy. Real. But it was not too deep, right? Where you've been? No. It was in the shallow. Yes, because like on the pole, the first pole. There's a drop off. It's a drop off. Yeah. So,
Abmarsch, ab dafür, los geht's. Waxen, komm! So, los geht's. Ab zum nächsten Spot. Good job, man. Good job. Oh, really nice fish. Really nice fish, but on the next tube prototype. Yes. Good job, bro. I really, really liked it. It was a nice take. Nice fish. Not that big. Let's go for the next one, man. Nice fish, man. So happy with it? Oh, we have to get you one, man. Yeah, now it's my turn. Da kommt der Congrats Bart. Thanks, man. Nice. How big? How big? 44. That's same good. As the last one. Well, it's nice. Yeah. But on the tube, I love it. Tube is so nice. The bite, the strikes on the tube is so nice. Insane. My favorite. Oh, fuck me. Be careful, Bart. Careful, Barsch? Be careful, Bart. I understood. Careful, Barsch. That was my tube. The 2,500 euro tube? No, I can get it. You lost it? I want to skip it underneath, but... Yeah, but I could go there. No, you can. Here. Where? It's too deep, you think? Where is it, Bart? Where is it? I don't see it. Where is it? I see the line. I get it, I will get it. Hold my rod, hold my rod. Hold my beer. Yeah, welcome, no problem. Fucker. No. You dropped it in the water. You fuck. You caused it to... Yeah, you threw it at me and I didn't... Alter, einmal mit Profis, ey. That's not funny. Mein Leben riskiert. Unter Einsatz meines Lebens die Craw da rausgeholt und dann lässt er die ins Wasser fallen. Die Craw, sag ich schon, die Tube. Aber die lustige Geschichte daran ist, ey, it's this, it is there. You know, the funny thing is, I tell the story. Die ist nämlich 2,500 Euro wert. Er wollte unbedingt noch eine Tube haben und wir hatten keine Muster mehr da. Hat er gesagt, ach, dann mache ich mal zu Hause im Wohnzimmer, mache ich mal Sekundenkleber rauf. Hat er Sekundenkleber rauf gemacht, der ist ausgelaufen, hat die ganze Tischplatte von den 2,500 Euro teuren Tisch zerstört. Da ist die Geschichte zwar Tube. Finde ich eigentlich ganz lustig. So, auch wenn Bart hier gerade abgeräumt hat, zwei Fische gefangen hat mit seiner Tube und mit der Creature, mache ich jetzt nochmal Twitchbait, weil ich einfach im Winter daran glaube. Twitchbait im Winter, absolute Waffe, gibt für mich fast nichts Besseres. Klar, Carolina und so, Creature und Skirted Jig irgendwas ist auch richtig gut. Aber ein Twitchbait ist schon was Gutes. Den kann man vor allem extrem langsam führen. Ne? So ein Twitchbait, der suspended, den kann man dann schön auf der Stelle stehen lassen. 1, 2, 3 Sekunden antwitschen, stehen lassen, antwitschen, stehen lassen. Und wenn sie es manchmal ein bisschen aggressiver wollen, dann kann man es auch einfach ohne Pause machen. Funktioniert auf jeden Fall immer ganz gut im Winter. Im Sommer natürlich auch, aber für mich eine klassische Wintermethode. On. Big perch. Net, 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 guys.
Yes! Mega. Oh. Sehr schöner Fisch, das denn. Ah, auch so 44, denke ich. Ja. Wenn nicht sogar noch etwas größer. Geil. Ja, auf dem Mad-Max. Juhu. Measureboard. Mal kurz hier angucken, wie groß der Gute ist. 45. Siehst du? 45. 45er ist doch ein wunderschöner Fisch. Da bin ich mega happy mit. So, haken wir mal ab. Knapp gehakt. Mad Max. Wunderschöner Fisch. Guckt euch den nochmal an. Was für ein tolles Tier. Schau, großer. Die Ufernummer wird doch noch gut. Ja, but it was a good decision to go here. Yeah, right. Ich wollte an dem anderen Spot bleiben. Bart hat gesagt, komm, wir gehen hier. Hat er recht gehabt. Drei Barsche schon. Sehr geil. Und entschneidert. Natürlich genau ins Netz geschmissen, ich Idiot. Aber frei ist er. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man zweieinhalb Jahre an einem Köder arbeitet und der dann so schöne Barsche fängt, ist man nochmal doppelt froh. Wegen des Fisches und weil der eigene Köder funktioniert. Und was ich immer sage, keine Angst vor großen Ködern. 11 cm. Gut, hier gibt es natürlich auch große Barsche, aber ein 30er zimmert sich den auch weg. Weiter geht's, vielleicht kommt noch einer. It was really shallow, right? Yeah, it's okay. It took the bait under the lure under the tree. Ich habe jetzt auch mal auf den Mad Max gewechselt. Ich habe den ganzen Tag Carolina Rig eigentlich gefischt. Jetzt auch gerade mal den Mad Max in 11 cm drauf gemacht. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bis jetzt hat es bei mir leider noch nicht mit dem Barsch geklappt. Bis jetzt gab es nur den kleinen Hecht für mich. Ah, die letzte Viertelstunde angle ich jetzt hier nochmal konzentriert durch. Vielleicht kommt noch einer. Ja, jetzt der letzte Wurf. Eigentlich haben wir noch lange Zeit zu angeln, aber wir müssen alle noch weit nach Hause fahren. Becky, glaube ich, 600 Kilometer, ich 800 Kilometer. Bart wohnt hier, aber egal. Letzter Wurf, hoffentlich, ne? Wir sind zwar bei First Cast TV, hoffentlich bringt er aber einen Fisch. Abwarten. Ihr seid dabei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Kurze Folge vom Ufer. Liken, kommentieren, abonnieren, wie immer. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Wenn es heißt, First Cast TV, Bart steht hinter der Kamera, könnt ihr nochmal rumschwenken. Haut rein, bis dann. Ciao.